Hi Leute, heute geht es mir um die Frage, warum du durch gesundes Essen krank bist. Warum man durch gesundes Essen krank wird. Ja, für die meisten Menschen wird es paradox klingen, dass man krank wird von gesundem Essen. Aber das ist, weil man das Prinzip nicht kennt. Es gibt nur eine Krankheit, eine Gesundheit. Die Krankheit ist eigentlich dein Freund. Du solltest froh sein, wenn du krank bist. Krankheit ist nur eine Reaktion vom Körper, die dich heilt, die dich ganz macht. Dadurch verbindest du alles, du schließt das Gute und das Böse in dich ein. Gut und Böse sind eigentlich nur zwei Seiten derselben Medaille. Die Welt ist nun mal polar. Und Krankheit ist nur der Versuch vom Körper, dich wieder zu heilen, dich wieder ganz zu machen, dich komplett zu machen. Und deshalb wirst du, wenn du deine Ernährung in eine gesündere Richtung umstellst, kann es sein, dass du krank wirst. Weil der Körper dann die Energie und Kraft hat, um zu heilen. Bei dieser Heilung wirst du einfach schlecht ausschauen, abmagern, vielleicht, je nachdem. Du wirst entgiften, du wirst ausschauen wie der Tod und so. Krankheit ist einfach der Versuch vom Körper, die Gifte wieder loszuwerden. Alles, was disharmonisch geworden ist, außer Balance geraten ist, will der Körper wieder ins Gleichgewicht bringen. Und um das ins Gleichgewicht zu bringen, probiert er wieder die ganzen Gifte aus dem Körper auszuleiten, leitet die Gifte wieder ins Blut und dann aus dem Körper wieder raus. Und je nachdem, je nach Veranlagung, wo die Schwachstellen von jedem einzelnen Menschen sind, tritt es als diese oder jene Krankheit aus, je nachdem zu welcher Pore es austritt, nennt man es dann nach der entsprechenden Krankheit oder hat die entsprechenden Symptome. Wenn man veranlagt ist, mit den Augen schlecht zu sehen, dann ist es bei den Augen aus. Es kann Krebs sein. Krebs ist auch nur Heilung. Beim Tumor versucht der Körper dann alles auf einen Ballen zusammen abzugrenzen, um die Gifte zu komprimieren irgendwo im Körper, um die abzugrenzen vom Körper und die dann irgendwann loszuwerden, weil es einfach irgendwann zu viel Gifte geworden sind, die der Mensch so in seinem Leben angesammelt hat. Und es ist alles nur ein Prozess von Heilung. Und Krankheit macht dich wieder heil. Und deshalb solltest du froh sein, wenn du krank bist und wenn du was gegen die Krankheit machst. Das ändert nichts an der Tatsache, dass dein Körper vergiftet ist, dass die ganzen Giftstoffe noch in deinem Körper sind. Meistens entstoppt man nur die Entgiftung durch Medikamente, durch andere Sachen, wo man den Körper neu vergiftet. Und dann ist erstmal Sense, dann stoppt er mal kurz. Aber die Symptome kommen wieder. Das hat nichts mit Heilung zu tun. Es ist nur eine Unterdrückung. Es ist eine Unterdrückung, du kannst Zeit dadurch gewinnen, durch diese Sachen, aber du kannst dich niemals heilen, du kannst dadurch niemals wirklich gesund werden. Ja. Und Heilung braucht einfach Zeit. Wir haben unsere Körper jetzt einfach Zeit, was weiß ich wie viele Jahren, Generationen, Jahrhunderten vergiftet, immer tiefer da reingegangen, immer mehr vergiftet, immer schlechter geworden eigentlich jetzt. Jetzt ist es am Tiefpunkt, aber jetzt kommt die Wende und jetzt wird es eigentlich Zeit, dass man seinen Körper reinigt,
dass man alles wieder ins Gleichgewicht bringt. Und ich hoffe, es kommen immer mehr Leute dazu und es wird auch, denke ich, es kommt immer mehr. Und ja, ich hoffe, ihr findet auch euren Weg. Macht's gut, Leute. Ciao.